Hey Leute, ich bin ziemlich happy. Ich habe nämlich 2 Kilo zugenommen. Naja, ich bin trotzdem noch ganz schön dünn, aber das ist schon mal ein Anfang. Es könnte zu Stimmungsschwankungen kommen und deine Menstruation wird schwächer werden. Ein Glück. Ja, auch jungen Männern macht die Periode zu schaffen. Das ist die Einverständniserklärung, die beide Elternteile unterschreiben müssen. Warum kann sie nicht einfach lesbisch sein und fertig? Weil sie nicht lesbisch ist, Mom. Sie ist ein Junge. Weißt du noch, wir wollten ihn Cole nennen, falls es ein Junge wird. Und jetzt ist sie ein Junge und ihr Name ist Ray. Wie ein LKW-Fahrer oder so. Hey Ray, warte, du Schwuchte. Ich will mit dir reden. Oh mein Gott. Setz dich erstmal hin. Haben die dich provoziert? In diesem Körper gehe ich nicht auf die neue Schule. Auf gar keinen Fall. Die machen da vielleicht eine Ausnahme. Ich will aber keine Ausnahme mehr sein. Und wenn er es sich eines Tages anders überlegt und sagt, Mom, das war ein Fehler? Wir können auch ewig reden. Nichts hält mich mehr davon ab, das zu werden, was ich ohnehin schon bin. Es muss etwas geschehen. Ein Junge? Ja, ein Junge. Ich kann das nicht unterschreiben. Es ist nur eine Formalität, weil zufällig dein Name auf der Geburtsurkunde steht. Es gibt doch Risiken. Sie könnte nie mehr schwanger werden. Es gibt keine Ramona mehr. Es gibt nur noch Ray. Es gibt ein Problem mit den Papieren. Dein Vater weigert sich zu unterschreiben. Was soll das? Er hat sich nicht mehr für mich interessiert, seit ich ein Baby war. Du hast deine Familie verlassen und eine neue gegründet. Ich habe meine Familie nicht verlassen. Ich will mich aber verlassen. Dann bist du also unser Bruder? Ja. So ähnlich. Warum so ähnlich? Weil ich als Junge im Körper eines Mädchens geboren wurde. Ich bin ein Mädchen im Körper eines Mädchens. Oder nicht? Ich bin allein damit fertig geworden, meine Tochter zu verlieren. Und jetzt werde ich es auch allein schaffen, meinen Sohn großzuziehen. Was passiert da? Hörst du was? Ray ist die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Ich bin immer noch für lesbisch.